Willkommen zu meinem Stream. Heute ist der 23.04.2021. Ich habe gestern nur ganz kurz gestreamt. Und recht viel länger wird's halt auch nicht. Weil ich nicht viel zu erzählen habe. Und auch sehr müde bin. Heute ist nicht viel passiert. Das Wetter war schön, aber ein bisschen windig. Ich war ein paar Mal rauchen mit meinen Eltern. Und sonst bin ich nur vor den Computer gesessen und habe mir die Apple-Neuheiten angeguckt. Ich war ja gestern bei Christoph. Das habe ich schon erzählt. Ich bin am 29., also nächsten Donnerstag, um 11 Uhr wieder bei Christoph. Dann muss ich zwar um 9 aufstehen, aber Donnerstag ist immer Daniel da. Und der fängt jetzt wieder an, weil er wieder einigermaßen gesund ist. Und ich möchte nicht den Tag wegnehmen. Deswegen schon am Morgen Psychotherapie. Und warum ich mir nicht in 2 Wochen erst was ausgemacht habe. Weil es momentan eine meiner wenigen Abwechslungen ist. Und ich das Bedürfnis hatte, schneller wieder zu Christoph zu kommen als erst in 2 Wochen. Mir geht's mittelmäßig bis gut. Ich bin etwas trübsalblasend, weil heute so wenig passiert ist. Wenn es kein Freitag wäre, wäre es ein Sonntag. Da passiert immer auch ganz wenig. Und ja. Ich habe mich jetzt über Dritthersteller für AirTags für das Zubehör erkundigt. Habe einiges gefunden, obwohl sie erst am Dienstag vorgestellt wurden. Zwar alle Schlüsselanhänger, aber ich glaube, die kann man schon umfunktionieren und dann funktioniert das schon, aber mal schauen. Ich möchte mir einen 4er-Pack AirTags kaufen. Ich finde blöd, dass es die nicht in 2 und 6er-Pack gibt, sondern in 1er und 4er. Weil 2 AirTags braucht man eher als 4 und 6 AirTags mehr als 4. Und 4 sind mir zu viel, aber 2 würde ich brauchen. Also werde ich mir 4 kaufen, weil sie dann günstiger sind und 2 aufheben. Das neue Apple TV will ich mir auch kaufen. Aber erst. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das gleich kaufe oder erst zu einem Black Friday Deal. Und ja, weil ich noch die 4. Generation, ich glaube die 4. oder die 3. Generation von Apple TV habe, zwar schon mit der schwarzen Fernbedienung, aber kein 4K und kein
kein schnellerer A-Prozessor. Und deswegen möchte ich das updaten. Aber ich weiß auch nicht wann. Mal schauen, wann ich genug Geld dafür habe. Sonst gibt es nicht viel Neues. Morgen kommt wieder Sonja. Die letzten 2 Tage habe ich ganz gut überstanden. Obwohl mir sehr langweilig war. Es ist irgendwie blöd, wenn der Daniel so lange ausfällt. Dann ist mir extrem langweilig und ich habe halt 2 Tage hintereinander nichts zu tun. Und das ist mir irrsinnig langweilig. Aber jetzt geht es mir besser. Mit Kerstin habe ich heute auch nicht telefoniert. Ich habe einfach vergessen, ihr zu schreiben. Vielleicht am Montag. Mal schauen. Ich werde heute noch schreiben und Montag oder sowas machen. Mich hat es irgendwie gewundert, dass sie sich nicht gemeldet hat. Weil ich ja letzte Woche oder Montag besser gesagt die Woche gesagt habe, dass ich zweimal telefonieren will. Und wenn ich ihr dann meistens nicht schreibe, meldet sie sich von sich aus. Aber wahrscheinlich hatte sie viel zu tun. Und dann möchte ich dann auch eher nicht stören. Ich werde heute noch ein paar Apple-Sachen recherchieren und mir vielleicht noch mal die Keynote anschauen, weil ich ein paar Informationen vergessen habe. Und ja, das habe ich vor. Aber ich bin schon extrem müde, was es mir echt schwer macht, obwohl ich heute lang geschlafen habe, bin ich so müde. Und ich werde, wenn ich jetzt dann meine Medikamente nicht nehme, schlafe ich wieder die halbe Nacht nicht. Aber wenn ich sie jetzt dann nehme, schaue ich mir wieder die Kino und noch sonst irgendwas an, weil ich vorher einschlafe. Und ja. Das ist halt blöd.
Sonst ist alles normal. Irgendwie habe ich ein bisschen Schiss vor der zweiten Impfung. Aber irgendwie freue ich mich auch schon drauf. Am 7. ist ja die zweite Impfung. Und ja. Man wird sehen, wie es mir nachher geht. Ich rechne mit nicht viel mehr Reaktionen als bei der ersten Impfung. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich 20 Minuten filme. Mit dem wenigen, was passiert. Ich esse jetzt noch meinen zweiten Kinderboy. Dabei könnt ihr mir zusehen.
So, fertig. Ich habe heute den zweiten YouTuber gesehen, der gesagt hat, die neuen iMacs sind hässlich. Mir fehlt auch vorne das Apple-Logo. Aber hässlich sind sie nicht. Dass vorne kein Apple-Logo mehr ist, stört mich. Aber die Farben sind schön gewählt. Meiner Meinung nach. Und das ist ja nur der Baseline Mac. Der 27 Zoll iMac wird sicher nicht so aussehen. Glaube ich zumindest. Ich würde sicher mit einem iMac Pro. Naja, viel habe ich jetzt nicht erzählt. Aber mehr fällt mir auch nicht ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Oh, Ines. Bis zum nächsten Mal.